Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Forza Horizon 5 Video und ja, es geht natürlich jetzt wieder um die neue Wochenaufgabe. Die neue Serie ist da, Serienfortschritt 0 von 212, ja klar, ist eine neue Serie. Und zwar geht's wieder ganz normal mit dem Sommer los. Wir gucken aber erstmal, wir bekommen den Twin Mill und den Ferrari Dino für 80 bzw. 160 Punkte. Und da können wir schon sehen, Update Hot Wheels, da gehe ich in diesem Video aber nicht drauf ein, denn hier geht es direkt um die Wochenaufgabe und zwar wieder Hashtag Forzaton, wöchentliche Herausforderung, Stars and Stripes, Kapitel 1, moderner Klassiker, besitze und fahre den 1977er Pontiac Firebird Trans Am aus dem Hot Wheels Paket Stars and Stripes zum 50. Jubiläum. Dann wollen wir diesen Wagen doch mal fahren. So, einmal um die Ecke reicht dann auch schon und der erste Schritt ist abgeschlossen. Dann geht es direkt weiter zum Kapitel 2 Filmstar. Da ist ein kleiner Schreibfehler drin, nicht wundern. Das heißt nicht stellen den legendären, sondern stelle den legendären Brückensprung nach, der von einem bestimmten Banditen ausgeführt wurde und verdiene einen Stern am Gefahrenschild der Promenade. Im 1977er Pontiac Firebird Trans Am. TA steht für Trans Am. Nein, doch. Dann wollen wir das auch machen. Wir gehen einmal auf die Karte, machen alle Filter aus und machen uns dafür jetzt die Gefahrenschilder wieder an und gehen hier einmal runter zur Promenade und zwar wird das auch als neu angezeigt. Für 3 Sterne brauchen wir 91,4 Meter. Das heißt, wir werden ungefähr, wo porte ich mich denn mal hin? Ungefähr hierhin porte ich mich mal. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, da muss ich so ein bisschen durch den Dschungel fahren, so wie das aussieht. So, jetzt ein bisschen Anlauf nehmen. Warte mal, hier muss ich mal gucken. Ah, hier ist das, genau. Und jetzt hier so schnell wir können durch. Ah, so schnell wir können ist natürlich witzig, ne? Wow, und komm. Ah, easy. Easy. Das waren 3 Sterne. Nice. Und dann geht es auch schon weiter zu Kapitel 3, amerikanischer Stil. Der Pontiac Firebird wurde entwickelt, um mit dem Ford Mustang zu konkurrieren. Vergleiche, wie sich die dritte Generation des 1977er Pontiac Firebird Trans Am im Rennen mit anderen Autos schlägt, indem du einen Geist im Rivalenmodus besiegst. Alles klar, machen wir. Dafür gehen wir einmal ins Pausemenü, gehen auf Online, unten links auf Rivalen, Horizon Rivalen und dann suchen wir uns mal irgendwas raus hier. Was ist dabei eigentlich völlig egal. Kommen wir in dem Straßenrennen und nehmen hier einfach mal die Aussichtspunktrennstrecke 2,6 Kilometer. Das sollte nicht allzu schwer sein und dann wähle ich hier natürlich S1900, weil meinen Wagen habe ich auf S1900 geskillt, also nehme ich den auch. Und dann geht das Rennen auch direkt schon los und dann wollen wir noch mal gucken, ob ich direkt in der ersten Runde das schaffe, den Rivalen zu schlagen oder ob ich dafür ein bisschen länger brauche. Also Ziel ist 1 Minute 4 und falls ihr das nicht wisst, in Rivalenrennen ist es so, dass ihr nicht an die Banden knallen dürft. Das gibt Strafzeit. Da steht aber nicht einfach minus 3 oder minus 1 Sekunde oder sowas, sondern euer Wagen fährt erstmal nicht. Das heißt, er fährt, aber er fährt halt sehr langsam, der Wagen. Aber wie ich sehe, ist das jetzt nicht besonders schwer. Ihr konntet das sehen, der Geist ist ziemlich weit hinter mir direkt schon. Das sollte also relativ easy zu machen sein hier jetzt für mich. So, was haben wir denn hier? 41 Sekunden. Mal gucken, wie lange ich brauche. So, genau. Wie ich eben gerade schon gesagt habe, aufpassen, dass ich nirgendwo reinknalle. Und hier ist schon die Zielgerade und das habe ich geschafft in 55 Sekunden. Das heißt, ich habe den Rivalen um 8,872 Sekunden geschlagen. Entweder kann ich weiterfahren, um das zu verbessern oder die Belohnung abholen. Und in dem Fall hole ich mir die Belohnung ab. So, gewonnen. Ihr könnt das Ganze fortsetzen und hier auch alles überspringen. Ja, dann nehmt ihr noch den Spin mit. Dankeschön. So, und dann sollte die Aufgabe abgeschlossen sein. Und ja, klar, erstmal hier EP-Belohnung. Dankeschön. Nein, Spin will ich auch nicht drehen, aber die Aufgabe ist jetzt abgeschlossen und dann geht es auch direkt schon zu Kapitel 4 für Action entworfen. Die Trans Am Modelle heben die Firebird-Leistung mit mehr PS und besseren Handling auf ein neues Niveau. Stelle den 1977er Firebird Trans Am auf die Probe und verdiene insgesamt 3 Sterne aus beliebigen Driftzonen. Kriegen wir hin. Machen wir. So, dafür gehen wir auf die Map. Eigentlich wäre das jetzt sinnvoll, den Wagen umzutunen auf Drift. Ich suche aber erstmal hier die Driftzone raus. Dafür mache ich nochmal alle Filter aus und gehe jetzt hier auf Driftzonen und suche mir hier irgendwo eine schöne kleine Driftzone raus. Die ist ziemlich lang. Und suche mir diese hier raus, denn der Drift ist nicht besonders lang. Ich muss ihn noch einmal umdrehen. Ich bin schon hingeportet. Und dann wollen wir doch mal loslegen. Wie gesagt, ich habe den jetzt nicht umgetunt. Ich mache das einfach so.
So, 3 Sterne sind verlangt. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen müssen für 3 Sterne. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar nicht nachgeschaut. Vielleicht habt ihr das ja gesehen und wisst, ob ich das auf Anhieb schaffe oder nicht. Ich weiß gerade ehrlich nicht, wie viel wir brauchen. Du hast dein Ziel erreicht. So, dann mal gucken. Abgeschlossen. Das war auch schon die wöchentliche Aufgabe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du neu bist, dann lass ein Abo da. Aktivier die Glocke, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Ist natürlich kostenlos. Und ansonsten bin ich jeden Samstag live auf Twitch ab 14 Uhr. Wenn du dabei sein möchtest, dann folg mir auch da. Jetzt bin ich aber erstmal raus. Wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Sage bis zum nächsten Mal und ciao.